Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 5744, Verantwortung für die Bevölkerung wahrnehmen, PCB-betroffene Lehrkräfte, Eltern und Schüler nicht alleine lassen. Ich möchte die Beratung erteilen für die Fraktion der Piraten, dem Herrn Kollegen Lambert. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf der Tribüne. Hört man mich? Ah, jetzt hört man mich, alles klar. Also, nochmal vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer hier auf der Tribüne, liebe Zuschauer zu Hause. Heute geht es um die Gesundheit unserer Kinder und auch der Lehrkräfte. Es geht mal wieder um PCB-Belastung an Schulen. Wir haben knapp 2 Jahre daran gearbeitet, um die unterschiedlichen Problemlagen aufzudecken und zu analysieren. Wir haben mit Betroffenen, wir haben mit Lehrervertretern, wir haben mit Gewerkschaften, wir haben mit Juristen gesprochen und zusammengearbeitet. Diese intensive Auseinandersetzung mit der Thematik hat gezeigt, dass es immer noch zahlreiche Probleme gibt. Messergebnisse werden zurückgehalten, Lehrkräfte werden unter Druck gesetzt und mundtot gemacht, Gutachten verschwinden still und leise in den Schubladen. Das größte Problem, das wir immer wieder haben, ist die mangelnde Transparenz in den unterschiedlichen behördlichen Bereichen. Transparenz, wie wir sie dringend benötigen, und daher stellen wir heute hier diesen Antrag. Meine Damen und Herren, inzwischen sollte jedem von uns hinreichend bekannt sein, PCB ist eine hochtoxische und gefährliche Substanz. PCB macht krank. Wir alle hier haben die gesellschaftliche Pflicht, alles zu tun, um Erkrankungen, die mit PCB-Belastung in Zusammenhang stehen, zu verhindern. Ab heute, ab jetzt und für die Zukunft. Meine Damen und Herren, wieso ist es bis zum heutigen Tage nicht überall möglich zu erfahren, ob die Schule, auf die mein Kind geht, unter PCB-Verdacht gestanden hat oder vielleicht nicht noch steht? Diese Informationen müssen den Eltern ohne Umwege zugänglich gemacht werden. Alles andere ist einfach ein Skandal. Und genau der Zugang zu diesen Informationen ist in vielen Kommunen nicht möglich. Hier fehlt die notwendige und aktive Transparenz. Daher fordern wir die Landesregierung auf, alle Informationen über mögliche PCB-Belastung zusammenzutragen und zentral zu veröffentlichen. Damit meine ich Messungen, Messergebnisse, Sanierungsmaßnahmen und alles, was dazugehört. Denn angeblich, so hörten wir in der Anhörung letztes Jahr, haben die Kommunen ja bereits alles untersucht und ordnungsgemäß abgearbeitet. Was spricht also dagegen, diese ganzen Informationen zu sammeln und an einer zentralen Stelle zu veröffentlichen? Es betrifft ja halt nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Jahre oder wenn nicht sogar Jahrzehnte lang haben Lehrerinnen und Lehrer in den verseuchten Schulgebäuden unterrichtet. Und bis heute schickt die Landesregierung ihre Beamten und Beamtinnen in diese Räumlichkeiten, möchte von den PCB-Belastungen scheinbar nichts wissen und die Spätfolgen sind auch egal. Wo kämen wir denn dahin? Ja, nachher müsste man vielleicht noch tatsächlich was unternehmen. Am liebsten also Ohren und Augen zu, vielleicht erledigt sich das Problem von alleine. Nein, so darf es nicht weitergehen. Wir sagen, die Lehrkräfte, die erkrankt sind, müssen auch dementsprechend Renten- und Berufsunfähigkeitsansprüche geltend machen können. Dabei sind sie eben auch auf die Unterstützung der Politik angewiesen und natürlich auf Informationen über mögliche PCB-Belastung bei der späteren Beweisführung. Und es geht ja weiter. Die Landesregierung ist eigentlich sogar gesetzlich dazu verpflichtet, auf die Beseitigung der Mängel hinzuwirken, natürlich, sofern sie davon weiß. Aha, vielleicht liegt ja gerade hier der Hase im Pfeffer. Ja? Meine Damen und Herren, daher ist es hier einfach unumgänglich, diese Informationen zu sammeln, sie aufzubereiten und zu veröffentlichen. Ich fasse, die Lage ist nicht wirklich kompliziert. Ich fasse das doch mal zusammen. Die Landesregierung muss aus 3 Gründen alle PCB-Informationen, Daten sammeln und veröffentlichen. Erstens, damit sich Bürger informieren können. Zweitens, damit Lehrkräfte unterstützt werden. Und drittens, damit die Landesregierung auf die Beseitigung von PCB-Mängeln hinwirken kann. Und meine Damen und Herren, aus diesem Grunde gehe ich einfach davon aus, dass der Antrag hier eine breite Zustimmung erhalten wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lambler. Für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Kollege Schäffler.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits im November vorletzten Jahres habe ich hierzu einem Antrag zum Thema PCB-Belastung der Piratenfraktion Stellung genommen. Auf Initiative oder auf Antrag der Piraten fand dann im Sommer des vergangenen Jahres eine Anhörung von Sachverständigen zu diesem Themenkomplex statt. Und darin wurde Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, vom Vertreter der kommunalen Spitzenverbände wiederholt, wie ich meine, sehr glaubwürdig erläutert, dass die Thematik vor 20 Jahren hochaktuell gewesen ist und das Problem aber inzwischen abgearbeitet ist. Die Kommunen haben in den vergangenen Jahren eine systematische Untersuchung der von ihnen betriebenen Gebäude durchgeführt und im Übrigen auch unheimlich viele Sanierungen durchgeführt und veranlasst. Und ich will auch noch mal betonen, dafür auch sehr viel Geld in die Hand genommen, meine Damen und Herren. Und wenn seit 2009 lediglich 9 Fälle bekannt geworden sind, kann man wohl kaum von einem flächendeckenden Problem sprechen. Im Gegenteil, bei 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen kann man und muss man diese 9 Fälle als bedauerliche Ausnahmen bezeichnen. Und die kommunalen Spitzenverbände haben im Übrigen auch nie ausgeschlossen, dass es nicht zu weiteren Fällen kommen kann. Und ich muss schon sagen, Herr Kollege Lammler, wenn Sie sagen, ab heute, ab jetzt und für die Zukunft muss gehandelt werden, da kann ich nur unterstreichen, dass Sie eigentlich ein bisschen spät dran sind, weil in den Städten und Gemeinden und auch in den Gebäuden des Landes seit Jahrzehnten so vorgegangen wird und auch im Übrigen transparent vorgegangen wird. Und ich glaube, hier macht niemand die Augen zu und hat auch niemand in der Vergangenheit die Augen zugemacht. Und ich glaube, dass Sie völlig zu Unrecht versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass hier etwas vertuscht und verschwiegen wird. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass das schon eine ziemlich unfeine Unterstellung auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen ist, die in den Umweltausschüssen und in den anderen Bereichen, die für Bauen zuständig sind, sich sehr bemühen, dass hier zeitnah Maßnahmen unternommen werden und im Übrigen auch dafür gesorgt wird, dass es den Eltern, den Lehrern und anderen Gruppen gegenüber sehr viel Transparenz gibt. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sommer von der Fraktion der Piraten zulassen? Ja, aber gerne. Schön, Herr Kollege Sommer. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, lieber Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich war ja bei der Anhörung im AGS dabei. Ja, ich auch. Weiß ich, danke. Und ich habe noch sehr gut im Ohr, wie die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände Ähnliches sagten wie Sie. Wir haben da schon alles getan, wir haben alles schon überprüft. Was mich an der Stelle nur immer wieder umtreibt, ist die Sache, wenn das alles getan worden ist, was ich auch wirklich gerne glauben möchte, warum wird nicht einfach veröffentlicht, welche Gebäude im Land NRW untersucht worden sind? Wenn das alle Gebäude waren, die wirklich in diesem Gefährdungszeitraum errichtet oder umgebaut worden sind, was hindert Sie daran, diese Gebäude alle aufzulisten? Also, Herr Kollege, ich glaube, Sie müssen sich vielleicht mal vergegenwärtigen, dass wir im Land Nordrhein-Westfalen auch eine Arbeitsteilung haben, dass wir eine kommunale Selbstverwaltung haben und ein Land, was für ganz bestimmte Dinge zuständig ist. Und ich weiß nicht, warum das Land in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen könnte, wenn genau diese Daten von den Kommunen auch in der überwiegenden Zahl der Fälle auf ihrer Homepage veröffentlicht worden sind, wenn Eltern informiert worden sind und, wie ich das aus meiner eigenen Stadt weiß, damit sehr viel Transparenz gearbeitet worden ist. Ich glaube, da gibt es an vielen Stellen keinen Nachholbedarf. Und ich will das auch mal an dem Beispiel deutlich machen, was Frau Ministerin Lörmann auch eben dargestellt hat, was Sie in Ihrem Antrag aufgegriffen haben, nämlich dem letzten Fall, der in Kirspe aufgetreten ist, in dem Kreis, aus dem ich komme. Da hat Politik und Verwaltung sehr zeitnah reagiert, hat Versammlungen für Lehrerinnen und Lehrer, für das Kollegium in der Gesamtschule durchgeführt, hat die Eltern unterrichtet, hat einen Gutachter beauftragt. Es sind Sanierungspläne erarbeitet worden, die jetzt auch zeitnah umgesetzt werden, meine Damen und Herren. Also ich kann nur sagen, was Sie zum Teil behaupten, ist schlichtweg eins, nämlich falsch. Herr Kollege Schäffler, es liegt eine weitere Frage des Kollegen Wegner von der Fraktion der Piraten vor. Möchte Sie herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie hatten jetzt gerade auf die Antwort von meinem Fraktionskollegen geantwortet, die überwiegende Zahl der Kommunen. Genau da ist nämlich ja genau der Hase im Pfeffer vielleicht.
Nicht alle. Und genau das ist jetzt die Frage. Wie gehen wir mit den Kommunen dann um? Oder haben Sie einen Vorschlag mit den Kommunen, wie man mit den Kommunen umgehen könnte, die ihre Zahlen eben nicht veröffentlichen? Und es geht ja nicht um die Kommunen, die die Zahlen veröffentlichen. Es geht ja um die Kommunen, die die Zahlen nicht veröffentlichen. Die sind ja eigentlich, sage ich jetzt mal, der Dorn im Auge. Also, Herr Kollege, ich kann mich jetzt nur wiederholen, auch wenn eine Kommune etwas nicht veröffentlicht, wird dadurch die kommunale Selbstverwaltung und die kommunale Verantwortung nicht ausgehebelt. Und dann gibt es vor Ort immer noch die Politik, die beschließen kann, dass die Verwaltung sich bitte auf die Socken macht und diese Zahlen ins Internet stellt und diese Zahlen veröffentlicht. Und ich denke, wir wählen am 25. Mai die Räte und die Kreistage, die für solche Fälle zuständig sind. Und ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da gewählt werden, eine hohe Verantwortung davor da haben und auch so viel Manns und Frau sind, dass sie dafür sorgen, dass der Bevölkerung diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Und vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, weil Sie ja an vielen Stellen auch für die Räte kandidieren, da in Zukunft selber Einfluss zu nehmen. Das sieht zwar im Moment nicht ganz so gut aus nach den Umfragen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich kann nur noch einmal deutlich machen, dass die kommunalen Spitzenverbände gesagt haben, ihre Anfrage kommt 20 Jahre zu spät. Und es gibt noch Einzelfälle, die bisher nicht saniert worden sind. Ich sage, das gilt im Übrigen auch für Gebäude des Landes, die saniert werden, sofern sie von Schadstoffen belastet sind. Und ich glaube, trotz dieser Zusicherung blieben nach der Anhörung noch Fragen auf, welche aber ebenfalls umgehend geklärt wurden. So offenbarte sich beispielsweise, dass es bei der Landesunfallkasse keinerlei Schadensmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern wegen einer PCB-Vergiftung oder PCB-Schäden gegeben hat. Nicht eine einzige. Und für die seltenen Fälle, meine Damen und Herren, bei denen trotz allem noch PCB in der Raumluft eines Gebäudes festgestellt wurde, stellt das Land mit den Bezirksregierungen und den übergeordneten Aufsichtsbehörden, die für Arbeitsschutz und Umweltüberwachung zuständig sind, eine kompetente und flächendeckende Infrastruktur zur Verfügung. Dabei wird sowohl technische als auch gesundheitliche Hilfestellung geleistet. Ich fasse zusammen, meine Damen und Herren, wir haben eine funktionierende, kompetente Infrastruktur in diesem Land, die für die Behebung von eventuellen Gefahren für die öffentliche Gesundheit zuständig ist. Der Landtag ist darüber hinaus Ihrem Antrag nachgekommen und hat sich der Sache angenommen. Und es wurde meines Erachtens nachgewiesen, dass unsere öffentlichen Stellen gut funktionieren. Und selbst wenn Sie sich anscheinend herbeizuwünschen scheinen, dass hier doch an der einen oder anderen Stelle etwas nicht nach den Regeln verläuft, kann ich nur sagen, ich bin dankbar dafür, dass hier die Regeln und die Spielregeln eingehalten werden. Und ich will auch deutlich machen, dass ich kein Verständnis dafür habe, dass Sie in dieser Plenarsitzung einen Antrag, den wir schon mal gewissermaßen beraten und abgeschlossen haben, aufwärmen. Man könnte auch, um im Umweltbereich bleiben, zu sagen, dass Sie Ihren Antrag recyceln. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, als wäre ich hier in der bekannten Komödie und täglich grüßt das Murmeltier, meine Damen und Herren. Ich glaube, Ihnen ist nicht so sehr viel Neues eingefallen. Und ich glaube, dass wir hier im Landtag auch nicht dafür da sind, irgendwelche fadenscheinigen politischen Skandalgeschichten zu produzieren, sondern wir kümmern uns sehr seriös um das und mit dem gebotenen Ernst, was für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wichtig ist. Und ich glaube, das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Und ich weise auch noch mal ganz klar und deutlich zurück, dass die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in unserem Land sich nicht um die Belange und die Gesundheit der Bevölkerung und in den Schulen der Kinder kümmern. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir dieses Thema jetzt heute abschließen können. Vielen Dank, Herr Kollege Schäffler. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Preuß. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Der Landtag befasst sich heute erneut mit der PCB-Problematik. Bis Anfang des Jahres haben wir uns annähernd anderthalb Jahre intensiv mit der PCB-Schadstoffbelastung in öffentlichen Gebäuden befasst und das Thema eingehend erörtert und auch eine Sachverständigenanhörung durchgeführt. Diese Anhörung und auch die Diskussionen in den Ausschüssen hatten keine greifbaren Anhaltspunkte dafür ergeben, dass über das bereits veranlasste und abgeschlossene hinaus Handlungsbedarf besteht. Wie bekannt ist, wurde PCB früher in unterschiedlichen Baustoffen eingesetzt. Aufgrund
der hochgiftigen Wirkung des PCB. Sie gelten heute als krebserregend und erbgutschädigend, sind sie seit 1989 verboten. Und in den Jahren 1996 bis etwa 2003 sind in den Kommunen, mein Vorredner hat auch darauf hingewiesen, an öffentlichen Gebäuden, insbesondere auch an Schulgebäuden, Untersuchungen, zum Beispiel Raumluftmessungen, systematisch durchgeführt und Sanierungskonzepte entwickelt worden, die dann auch ihren Abschluss gefunden haben. In der Expertenanhörung im Juni des vergangenen Jahres wurde sehr deutlich, dass wir uns schon damals im Prinzip 20 Jahre zu spät mit dem Thema befasst haben. Heute sind die Maßnahmen weitestgehend abgeschlossen. Und es ist nicht fair, wenn ich das so sagen darf, zu unterstellen, dass das immer noch ein großes Problem wäre und die Kommunen an der Stelle nichts täten. Wenn weitere Fälle von PCB-Belastungen bekannt werden, muss selbstverständlich sofort gehandelt werden und in diesen Fällen zügig Überprüfungen vorgenommen werden und Sanierungen vorgenommen werden. Das Thema der Belastung mit jeglichen Schadstoffen darf nicht verharmlost werden, vor allen Dingen dann nicht, wenn es auch in der Kombination mit anderen Schadstoffen wirkt. Allerdings wird mit dem vorliegenden Antrag suggeriert, dass Nachforschungen über PCB-Belastungen lückenhaft seien und unsystematisch durchgeführt worden wären und es noch eine große Anzahl unentdeckter Fälle geben würde. Für eine solche Behauptung, die lediglich in den Raum gestellt wird, fehlt jeglicher Beweis. Meine Damen und Herren, es ist auch von Herr Kollege Transparenz. Würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lammler zulassen? Ja, bitte. Ja, Herr Kollege, Sie sagten gerade eben, das sind alles nur Unterstellungen. Ich möchte Sie mit einem Fall aus der Grundschule Forst im Rheinkreis Neuss konfrontieren. Dort war der Stadt seit 1999 eine Belastung des Gebäudes mit dem Giftstoff PCB bekannt. Dieses Gutachten lag 13 Jahre lang in der Schublade. Wie erklären Sie sowas? Wie wollen Sie sowas in Zukunft verhindern? Bitte schön, Herr Kollege. Ja, also das verhindere ich ja nicht dadurch, dass ich Messergebnisse veröffentliche, sondern das ist Bestandteil des Sanierungskonzeptes. Und es ist ja nicht, ich habe ja nicht gesagt, dass es völlig ausgeschlossen ist, und das haben auch die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände nicht behauptet in der Anhörung, dass eben solche Einzelfälle tatsächlich vorkommen können. Und ich habe ja gerade auch in meiner Rede gesagt, dass, wenn sie vorkommen, auch sofort gehandelt werden muss. Und ich glaube, da kann doch überhaupt kein, ich denke, da kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Es geht hier um die Frage der Transparenz. Die Transparenz fordern wir als CDU-Fraktion selbstverständlich auch. Und unsere Kolleginnen und Kollegen im Umweltausschuss fordern ja auch ständig Transparenz. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir nicht in die kommunale Selbstverwaltung, mein Vorredner hat auch darauf hingewiesen, eingreifen können. Und wir auch dem Antrag deshalb nicht folgen können, da jedenfalls die allermeisten Kommunen offen und transparent mit den Messergebnissen und den Sanierungsmaßnahmen umgehen und umgegangen sind und die Informationen auch jederzeit abrufbar sind. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, was mein Vorredner gesagt hat über die Diskussion im Ausschuss. Grundlage für die Ablehnung Ihres vorherigen Antrags im federführenden Ausschuss AGS im Januar 2014 war der Hinweis der Kommunalen Spitzenverbände vom 3.12.2013 auf das Fachportal Innenraumluft NRW. Und das genannte Portal ist nun seit einem Monat online gegangen und wurde vom Umweltministerium gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet, und es bietet umfassende Informationen für die Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden und Kreise zum Thema Schadstoffbelastungen. Und hierauf kann auch jederzeit zurückgegriffen werden. Und dieses Portal richtet sich eben an Leitungen und Träger von Schulen, Kitas und anderen öffentlichen Gebäuden, wo man sich auch informieren kann. Herr Abgeordneter, es gibt eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Lammler. Ja, bitte. Herr Kollege, vielen Dank. Ich muss Sie noch mal kurz stören, weil Sie einfach das Innenraumluftportal ansprechen. Ich habe mir das Portal mal angeschaut. Da stehen ein paar Adressen, Ansprechpartner, Telefonnummer. Da stehen keine Messergebnisse.
Und wenn Sie dort anrufen, dann werden Sie abgewiesen, dann werden Sie abgewimmelt. Das ist keine Lösung und das ist kein Ersatz und das ist auch nicht das, was wir wollen. Das ist ein Nicht-Informationsportal, was da geschaffen wurde. Ist eine Alibi-Veranstaltung, um zu sagen, hey, wir machen irgendetwas. Aber wert ist es nichts. Also darüber kann man natürlich trefflich streiten. Ich stehe auch nicht hier, um den Umweltminister zu verteidigen. Ich habe nur darauf hingewiesen, wie die Diskussion im Ausschuss gewesen ist. Und da ist eben auf dieses Portal hingewiesen worden. Es ist jetzt online und jetzt kann man bewerten, das muss man natürlich auch bewerten, ob das nun die Informationen bringt, die man benötigt. Allerdings ist auch klar, dass dieses Portal keine Messergebnisse zeigt, die sich insbesondere auf einzelne öffentliche Gebäude bezieht. Und in dem Zusammenhang ist eben auch, das war auch Gegenstand der Ausschussberatung, auf das Umweltinformationsgesetz verwiesen worden, wo eben jeder die Möglichkeit hat, solche Informationen bei den Kommunen auch tatsächlich abzurufen. Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund sind eben die gesetzlichen Regelungen klar und es kommt jetzt darauf an, dieses Internetportal auch entsprechend mit Leben zu füllen. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, wenn die Informationen vorliegen, und die liegen ja bei den meisten Gemeinden auch vor, dann können sie auch veröffentlicht werden. Denn letztendlich ist ja auch nichts zu verbergen. Warum soll man das nicht tun? Aber gleichwohl haben wir kaum die Möglichkeit, auch tatsächlich die Kommunen anzuweisen, entsprechend zu handeln. Man kann allerdings auf Seiten des Ministeriums auf die Kommunen einwirken und entsprechende Informationen oder dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Informationen auch zur Verfügung gestellt werden. Wir werden diesen Antrag nicht ablehnen, aber auch nicht zustimmen. Wir werden uns enthalten. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege Preuß. Und nun spricht für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Herr Kollege Markert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, die Vorredner haben darauf hingewiesen, die Schadstoffkonzentrationen in Innenräumen sind in ihrer Vielfältigkeit sicherlich ein Problem, ein oft auch unterschätztes Problem. Insofern ist es sicherlich auch sinnvoll, dass wir uns in diesem Hohen Haus grundsätzlich mit dieser Frage auseinandersetzen. Muss ich daran erinnern, 12 Kubikmeter Luft verbraucht jeder Mensch täglich und einen großen Teil unserer Tage verbringen wir eben in Innenräumen. Etwa 90% jeden Tages sind wir in Innenräumen, so wie auch heute hier in diesem Raum. Und unsere Häuser sind immer besser gedämmt, der natürliche Luftaustausch wird immer schlechter und damit haben wir natürlich dann auch eine Schadstoffkonzentration sehr häufig, die obendrein noch nicht mal Grenzwerten wie die Luft draußen in der freien Natur unterliegt. Insofern ist es aller Ehren wert, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Nun richten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, mit der heutigen Debatte allerdings erneut den Blick auf die schlimmen Folgen der PCB-Anwendung in der Vergangenheit. Es ist jetzt eben schon darauf hingewiesen worden, diese polychlorierten Biphenyle wurden in der Vergangenheit in Transformatoren, in elektrischen Kondensatoren, aber eben auch in Weichmachern und Lacken verwendet. Man hat allerdings seit den 80er Jahren, auch darauf hat der Kollege Preuß hingewiesen, Erkenntnisse gewonnen und auch Konsequenzen gezogen. PCB ist nicht nur in Deutschland verboten, sondern es gehört zum dreckigen Dutzend und ist seit Mai 2001 gemäß der Stockholmer Konvention verboten. Wir reden also über einen Stoff, der bei heutigen Neubauten nicht mehr zur Anwendung kommt, sondern wir reden über ein Problem aus der Vergangenheit, was uns immer wieder noch hier zu Debatten führt. Auch haben die Kollegen und Kolleginnen jetzt eben darauf bereits hingewiesen,
dass wir vor dem Hintergrund, dass es sich um einen gefährlichen Stoff handelt, um einen krebserregenden Stoff handelt, ein umfangreiches Kataster erstellt haben und das vor Ort, man darf ja nicht vergessen, die Behörden vor Ort sind zuständig, die Schulträger haben sukzessive diese Sanierungsmaßnahmen, die notwendig waren, ergriffen und sie haben eben die entsprechenden Weichmacher dann zum Teil eben auch aus den Dichtungsfugen herausgenommen und haben hier Sanierung vorgenommen. So etwas dauert seine Zeit, so etwas kostet auch Geld, das muss man auch sagen. Insofern geht das schrittweise vor. Wir haben uns jetzt im Vorfeld dieser Debatte nochmal die Zahlen vorlegen lassen und bis auf einige Restanten scheint es so zu sein, dass jedenfalls die Sanierung angegangen wurde, flächendeckend im Land oder zumindest in Kürze angegangen wird. Liebe Piratenfraktion, Sie haben vollkommen recht, dort, wo das nicht geschieht, muss man politisch vor Ort darauf hinweisen, in den Kommunalparlamenten. Und Herr Lammler, Sie hatten den Fall aus meiner Heimatstadt Karst angesprochen, aus Forst. Dort ist in der Tat 13 Jahre lang die Sanierung nicht ergriffen worden, obwohl nachweislich auch die grüne Fraktion dort vor Ort immer wieder darauf hingewiesen hat. Die CDU-Mehrheitsfraktion hat das an der Stelle eben auf die lange Bank geschoben. Möglicherweise, weil es eben auch mit hohen Kosten verbunden ist. In Forst, die Grundschule, wird inzwischen allerdings auch saniert. Insofern auch das ein Beispiel, wo man sich trefflich darüber streiten kann, was in der Vergangenheit war. Aber es ist eben angefasst worden. Wo man vielleicht auch noch mal einen Blick darauf richten sollte, auch das haben Sie zu Recht angesprochen, Herr Lammler, ist, wie gehen wir eigentlich mit den Betroffenen um, die es in der Tat sehr schwer haben, als Berufserkrankte anerkannt zu werden. Das hat natürlich auch was mit Kausalketten zu tun. Man kann das eben durch die Vielfalt unserer Giftstoffe, die uns umgeben, nicht immer ganz genau auf die Innenraumlufthygiene zurückführen. Ich hätte mir gewünscht und würde mir das auch mit Blick auf zukünftige Probleme wünschen, dass wir das Verursacherprinzip im Umweltrecht stärker anwenden und dass diejenigen, die solche Stoffe auf den Markt bringen oder in der Vergangenheit auf den Markt gebracht haben, also hier die Baustoffindustrie, in einen Fonds einzahlen sollte, um eben die Auswirkungen ihres damaligen Handelns eben auch ausgleichen zu können und den Betroffenen tatsächlich zu helfen. Also Baustoffindustrie, ein entsprechender Fonds. Was allerdings das Problem mit Ihrem Antrag ist, und da will ich da noch mal sagen, bei aller Sympathie dafür, sich mit dem Thema der Raumlufthygiene auseinanderzusetzen, sich auch mit dem zunehmenden Problem bei immer dichteren Häusern eben auseinanderzusetzen, ist, dass Sie hier den Föderalismus erneut ausblenden, wie schon in den Anträgen zuvor, eben nicht die Verantwortlichkeiten bei der richtigen Stelle suchen. Das Land kann hier den Schulträgern zwar Hinweise geben, es ist aber finanziell nicht in der Verantwortung. Und deswegen wird es Sie mit Verlaub auch nicht wundern, dass wir Ihrem Antrag deswegen nicht zustimmen können. Das Land kann hier eine Verantwortung, die es nicht hat, einfach nicht übernehmen. Das ist im Föderalismus so. Wir haben eine Subsidiarität. Viel zu oft bedauern wir, dass sie nicht konsequent angewendet wird. Hier muss sie eben dann auch entsprechend angewendet werden. Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Wir sind aber gerne bereit, weiterhin intensiv an diesem Thema mit Ihnen zu diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Markert. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Frau Schneider. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Antrag wird das Thema PCB-Belastung von Schulgebäuden durch die Piratenfraktion erneut in den Landtag eingebracht. Stellvertretend für meine Fraktion kann ich vorab erklären, dass das Thema, welches lange Zeit im Gesundheitsausschuss beraten wurde und auch Gegenstand einer gemeinsamen Sachverständigenanhörung von Gesundheits- und Kommunalausschuss war, eigentlich seine gebührende und genügende Aufmerksamkeit erfahren haben sollte. Zu sehen ist, wenn ich es richtig verstanden habe, wohl auch die anderen Fraktionen, wie in den vergangenen Beiträgen zu entnehmen ist. Nur Sie, liebe Kollegen von der Piratenfraktion, sehen weiteren Beratungsbedarf. Dabei unterscheidet sich der vorgelegte Antrag nur in Nuancen von Ihrem ersten Antrag, der, wie eben dargelegt, ausführlich auch mit Expertenmeinung beraten wurde. Neben der schon bestehenden Forderung nach einer vollumfänglichen Datenbasis bei PCB-belasteten Gebäuden wollen Sie sich nun, dass PCB als Berufskrankheit anerkannt wird. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
Die Kommunalen Spitzenverbände als Träger vieler öffentlicher Gebäude, darunter natürlich auch die meisten Schulgebäude, haben in der Anhörung deutlich gemacht, dass nach Erlass der nordrhein-westfälischen PCB-Richtlinie 1996 die großen Fälle bis zum Jahr 2003 abgearbeitet worden sind. Diese Aussage scheinen Sie mit Ihrem Antrag in Frage zu stellen. Ich erlaube es mir aber, die Kommunalen Spitzenverbände an dieser Stelle zu verteidigen. Sie sind nach dem Urteil der großen Mehrheit des federführenden Gesundheitsausschusses ihrer Informationspflicht gegenüber uns Abgeordneten hinreichend nachgekommen. Ihre Abfrage bei den Kommunen hat ergeben, dass es höchstens noch Einzelfälle gebe, in denen zuvor kein PCB vermutet werden konnte. Sie kritisieren, dass Lehrer, die wegen Schadstoffen krank würden, vergeblich um eine Anerkennung als Berufskrankheit kämpfen. Vor Gericht hätten Betroffene keine Chance nachzuweisen, dass ihre Beschwerden mit Schadstoffen im Schulgebäude zusammenhingen. Sie fordern daher eine öffentliche Datensammlung und dadurch eine Umkehr der Beweislast. Denn wenn Schadstoffbelastungen im Gebäude und gesundheitliche Beeinträchtigungen festgestellt wurden, muss der Arbeitgeber nachweisen, dass sie dort nicht entstanden sind. Eine gerichtliche Feststellung hielten die Experten in der durchgeführten Anhörung allerdings für faktisch aussichtslos. Denn ob die gesundheitlichen Beeinträchtigungen tatsächlich über die Raumluft kommen oder über andere Kanäle, ist nicht nachzuweisen. Wir wissen, in der Innenraumluft gibt es bis zu 300 Substanzen. Für den Großteil davon gibt es bisher keine gesundheitliche Bewertung. Diese Tatsache macht auch Ihre Forderung nach Anerkennung als Berufskrankheit so schwierig. Gleichwohl ist und bleibt es richtig, dass PCB-Belastungen systematisch angegangen wurden und dort, wo sie heute noch entdeckt werden, schnellstmöglich beseitigt werden müssen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, indirekt bestätigen die Piraten im vorliegenden Antrag ein wichtiges Faktum. Die Landesregierung hat im Falle von Schulsanierungen tatsächlich keinerlei Handlungsbefugnis. Das kann man schlecht finden. Es ist aber jahrzehntelange Tradition, dass die Kommunen für die Schulinfrastruktur Verantwortung tragen. Diese wollen wir den Kommunen auch nicht nehmen. Weil öffentliche Gebäude des Landes nicht explizit erwähnt werden, ist der Antrag daher zu einseitig ausgerichtet. Von daher können wir diesem auch nicht zustimmen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Schneider. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Groschek. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich, dass der Landtag im Wesentlichen das wiederholt hat, was schon Gegenstand der Erörterungen in den letzten anderthalb Jahren war, dass das Problembewusstsein fraktionsübergreifend hier ist, dass man aber ein eher aktionsorientiertes Handeln für wenig nachhaltig hält. Ich freue mich auch, dass signalisiert wurde, dass der Antrag auch aus Sicht der übrigen Fraktionen überflüssig und deshalb ablehnenswert empfunden wird, wenngleich die CDU ja jetzt nicht mehr Nein, sondern nur noch Jein sagt. Das ist wohl offensichtlich der neuen Laschet-Offensive geschuldet, aber das soll nicht mein Problem sein. So habe ich Herrn Preuß verstanden. Oben Jürgen. Aber es kann ja ein Missverständnis sein. So, zur Sache selbst. Mitte der 80er Jahre ist PCB problematisiert worden, Ende der 80er Jahre schon als Inhaltsstoff von Baustoffen verboten worden. Seit 1996 haben wir eine Richtlinie PCB. Unsere NRW-Richtlinie ist deutlich strenger als die vieler anderer Bundesländer. Es gibt sogar drei Bundesländer, die bislang gänzlich darauf verzichtet haben, Landesrichtlinien, Geh- und Verbote im Umgang mit PCB auszusprechen. Seitdem ist klar, der jeweilige Bauherr oder Eigentümer ist in der Pflicht. Übertragen auf Schule heißt das, der Schulträger ist in der Pflicht. Und ich komme zurück auf die Anhörung im letzten Jahr. Ja, die Kommunalen Spitzenverbände haben unisono erklärt, unsere Mitgliedsgemeinden und Kreise haben zwischen 1996 und 2003 umfangreich und systematisch dem Sanierungsgebot entsprochen. Und dies darf man nicht unter Generalverdacht stellen und dies darf man auch nicht ohne konkrete Zweifel im Grunde bezweifeln. Nachträgliche Einzelfälle bleiben das, was sie sind, nachträgliche Einzelfälle und kein flächendeckendes Verdachtsmoment. Deshalb, Herr Lammler, ich glaube,
dass Sie nicht von Wahlkampftaktik getrieben sind, sondern von ernsthafter Sorge. Denn der Umgang mit Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, mit Bevölkerungsgesundheit ist ein gravierender politischer Vorgang. Und deshalb fand ich schade, dass der Eindruck bei Ihrer Rede entstehen konnte, dass Sie eher in Räuberpistolenmanier hier Gefahren an die Wand gemalt haben für Kinder und Lehrerinnen und Lehrer. Was den Vorwurf der Untätigkeit angeht, will ich Sie darauf hinweisen, dass neben den Sachverhalten, die die Vorredner geschildert haben, auch das aktive Handeln des Landes in Gemeinschaftsinitiative mit der Hansestadt Bremen und anderen jetzt zu einer Bundesratsbehandlung führt, dass die Beweislast umgekehrt wird, dass also künftig die Arbeitgeber bei entsprechenden Krankheitsverläufen nachweisen müssen, dass die PCB-Belastung nicht ursächlich ist. Das würde die Betroffenen in ein gänzlich neues Recht versetzen, und das zeigt, dass Nordrhein-Westfalen nicht die Hände in den Schoß legt, sondern aktiv tätig wird, um eine betroffenenfreundliche Regelung hinzukriegen. Des Weiteren will ich darauf verweisen, dass neu an Ihrem Antrag ist, das Bemühen, eine Garantie von Auskunftsrechten festzulegen und die Verpflichtung zur Aufbereitung der Daten. Natürlich haben wir alle das gleiche Bedürfnis nach Transparenz und nach Sicherheit, auch in Gebäuden. Aber letztendlich ist der Antrag überflüssig, weil wir ja nicht nur das Umweltinformationsgesetz mit seinen weitreichenden Informationsmöglichkeiten haben, sondern auch das Informationsfreiheitsgesetz haben. Da kann ja jeder Betroffene direkt in diesem konkreten Fall an die jeweiligen Schulträger herantreten und sich umfänglich informieren lassen. Und es gibt eben keine Chance auf Geheimniskrämerei bei denjenigen, denen Sie ein Bedürfnis nach Geheimniskrämerei unterstellen. Deshalb, glaube ich, ist auch das Beispiel Kirspe mit der transparenten Darstellung durch die Schulen selbst ja ein eher schlechtes Beispiel dafür, die Informationsverpflichtungen noch weiter zu verstärken. Ich glaube, wir haben ein vernünftiges Maß zwischen Aufwand und Ertrag, zwischen bürokratischem Aufwand und dem Informationsplus. Und deshalb ist ja bewusst im Informationsfreiheitsgesetz darauf verzichtet worden, eine Verpflichtung zur kollektiven, abstrahierenden Datenaufbereitung vorzusehen, weil dann natürlich viel Missbrauch denkbar wäre. Deshalb ist das Informationsfreiheitsgesetz ein gutes, auch anwendbar in diesem konkreten Fall. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Minister Groschek. Herr Groschek, es gibt eine Zwischenintervention, wenn Sie so freundlich wären, den Platz nochmal einzunehmen. Herr Minister, vielen Dank. Die Piraten haben Sie beantragt. Herr Kollege Lammler, drücken Sie sich bitte ein. Bitte schön, Herr Lammler, Sie haben das Wort. Ja, Herr Groschek, vielen Dank. Sie haben gerade eben das Informationsfreiheitsgesetz angesprochen. Der Bundesbeauftragte für Informationsfreiheit hat in seinem Tätigkeitsbericht vom 6. Mai 2014 festgestellt, dass immer mehr Fragestellern die Auskunft nach dem IFG verweigert wird. Es ist von einer Zunahme um 40% die Rede. Sind Sie also wirklich der Meinung, dass den Betroffenen, dass dem Zufall überlassen wird, ob sie sich darüber informieren können oder nicht? Nein, ganz und gar nicht. Ich kann den Betroffenen nur empfehlen, sich darauf zu besinnen, dass wir in einem Rechtsstaat leben und die rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, die dieser Rechtsstaat bietet. Ich finde, ein unrechtes Verhalten, gerade staatlicher oder öffentlicher Behörden, muss zwingend geahndet werden, weil gerade Behörden im Umgang mit Recht und Gesetz vorbildlich agieren müssen. Für alles andere habe ich nicht nur kein Verständnis, sondern die dringende Bitte, sorgen Sie mit dafür, dass solches Verhalten rechtlich sanktioniert wird. Dankeschön, Herr Minister Groschek. Und nun habe ich noch eine Rednerin hier auf der Liste. Frau Pieper von den Piraten will noch einmal das Wort ergreifen. Bitte schön, Frau Kollegin Pieper. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wenn das alles kein Problem ist, dann fragen Sie doch mal in den Schulen nach. Warum sitzen denn da die Kollegen und haben Sorge? Und wenn sie krank werden, können sie nicht nachweisen, dass es von PCB kommt. Herr Kollege Schäffler, Sie sagen, die Probleme werden abgearbeitet. Dann veröffentlichen Sie doch die Ergebnisse. Dann haben Lehrer Ruhe und haben Sicherheit und brauchen keine Angst mehr haben. Herr Preuß hat gerade einen sehr guten Vorschlag gemacht, dass sich die Landesregierung mal mit den kommunalen Spitzenverbänden
in Verbindung setzt und was erarbeitet. Und wir haben es heute gehört, bei dem Prozess der Inklusion hat das funktioniert, auch wenn es rechtlich nicht verpflichtend war. Und ich sehe nicht, warum das in diesem Falle nicht möglich sein kann. Und liebe Susi Schneider, wir haben keinen Beratungsbedarf, wir haben Handlungsbedarf. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pieper. Wir sind am Schluss der Beratung und kommen zur Abstimmung. Die Fraktion der Piraten hat gemäß § 44 unserer Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung zu dem Antrag, Drucksache 5744, beantragt. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen erfolgt die namentliche Abstimmung durch Aufruf der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden haben bei dem Namensaufruf mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Ich darf darum bitten, dass wir das Ganze möglichst leise miteinander absolvieren. Das ist nicht ganz einfach, weil man hat sich was zu sagen. Ich wäre aber sehr dankbar, wenn die Frau Kollegin Korte jetzt die Namensvorlesung vornimmt, den Namensaufruf, dass wir entsprechend ein niedriges Lärmpegelchen erreichen, damit wir uns gegenseitig verstehen. Frau Kollegin Abgeordnete Korte, rufen Sie bitte auf. Los geht's. Herr Abel. Herr Abrustad. Herr Dr. Adelmann. Herr Alder. Frau Altenkamp. Frau Andres. Frau Asch. Herr Bass. Herr Bayer. Herr Andreas Becker. Herr Horst Becker. Frau Beer. Frau Dr. Beisheim. Herr Bell, nein. Frau Benninghaus, nein. Herr Vandenberg, nein. Herr Dr. Berger, nein. Herr Berghahn, nein. Herr Dr. Bergmann, nein. Herr Boy, nein. Herr Bialas, nein. Herr Biesenbach, nein. Frau Birkhahn, Herr Bischof, nein. Frau Blass, Herr Börner. Herr Börner. Herr Börschel. Frau von Böselager. Herr Bolte. Herr Bombis. Herr Professor Dr. Bovermann. Frau Brandt. Frau Brems. Herr Breuer. Herr Brockes, Frau Dr. Bunse, Herr Burkhardt, Herr Derm, Herr Deppe, Frau van Dinter, Frau de Moch-Schweren, Frau Doppmeier, Herr Dr. Droste, Herr Dudas, Frau Düker, Herr Eiskirch, Herr Ellerbrock, Herr Engstfeld, Frau Fasse, Herr Fehring, Herr Feuß, Herr Fortmeier, Frau Freimuth, Herr Fricke, Herr Ganske, Herr Garbrecht, Herr Gatter, Frau Gebauer, Frau Gebhardt, Herr Geier, Frau Gödicke, Herr Goldmann, Frau Grokowiak-Schmieding, Herr Große-Brömer, Herr von Grünberg, Herr Grunendahl, Frau Güler, Herr Hart, Herr Dr. Hachen, Frau Hack, Herr Hafke, Herr Hahn, Frau Hammelrath Gabriele, Frau Hammelrath Helene, Frau Hanses, Herr Hausmann,
Herr Hegemann, Herr Heinrich, Frau Hendricks, Herr Hendricks, Herr Herrmann, Herr Herter, Herr Hilse, Herr Höhne, Herr Hofen-Jürgen, Herr Hübner, Herr Jäger, Herr Jahl, Frau Jansen, Herr Jörg, Herr Jostmeier, Herr Jung, Herr Kämmerling, Herr Kaiser, Herr Kamit, Herr Kerkhoff, Herr Nikolaus Kern, Herr Walter Kern, Herr Keimes, Frau Kieninger, Herr Glocke, Frau Klöpper, Herr Körfkes, Frau Kopp-Herr, Frau Korte, Enthaltung, Herr Kosicki, Frau Kraft, Herr Kramer, Herr Krick, Herr Krückel, Herr Krüger, Herr Kruse, Herr Kufen, Herr Cooper, Herr Kutschaty, Herr Lammler, Herr Laschet, Herr Lienenkämper, Herr Lindner, Herr Löcker, Herr Lohn, Frau Lück, Frau Lüdes, Herr Lürbke, Frau Lux, Frau Maaßen, Herr Melzer, Herr Markert, Herr Marquardt, Herr Marsching, Herr Meesters, Frau Middendorf, Frau Mils, Herr Möbius, Herr Moritz, Herr Mostofizade, Herr Müller, Hans-Peter, Herr Holger Müller, Frau Müller-Witt, Herr Münchow, Herr Münstermann, Herr Nettekofen, Herr Nettelstroth, Herr Neumann, Herr Nückel, Herr Olejak, Herr Dr. Obtendrenk, Herr Ortgies, Herr Dr. Ort, Herr Ott, Herr Dr. Papke, Herr Dr. Paul Joachim, Frau Josephine Paul, Frau Philipp, Frau Pieper, Herr Post, Herr Preuß, Frau Preuß-Buchholz, Herr Priggen, Herr Rahl, Herr Rasche, Herr Rehbaum, Herr Römer, Herr Rohwedder, Herr Rüsse, Frau Ruhkämper, Frau Rydlewski, Frau Schäfer-Ute, Frau Schäfer-Verena, Frau Scharrenbach, Herr Schäffler, Herr Schemmer, Herr Schick, Herr Schlömer, Herr Schmalenbach, Herr Schmelzer, Frau Ingola Schmitz,
Frau Schneckenburger? Herr Schneider? Herr Schneider Guntram? Herr Schneider René? Frau Schneider Susanne? Herr Schulteis? Herr Schulz? Frau Schulze? Frau Schulze-Vöcking? Herr Schwert? Herr Seel? Frau Dr. Seidel? Herr Siebeke? Herr Sommer? Frau Spanier-Oppermann? Herr Spieker? Herr Dr. Stamm? Herr Dr. Stamm? Herr Stein? Frau Steininger-Bludau? Frau Steinmann? Herr Prof. Dr. Dr. Sternberg? Herr Stotko? Frau Stotz? Herr Sundermann? Herr Ten Humberg? Herr Ten Humberg? Herr Thiel? Herr Töns? Herr Tüttenberg? Herr Ünal? Herr Uhlenberg? Frau Felte? Herr Alexander Vogt? Frau Petra Vogt? Frau Vogt-Küppers? Frau Fossler? Herr Fussem? Frau Wagner? Frau Warden? Frau Watermann-Krass? Herr Weckmann? Herr Wedel? Herr Wegener? Herr Weiß? Herr Weske? Herr Axel Wirz? Herr Josef Wirz? Herr Witzel? Herr Dr. Ingo Wolf? Herr Sven Wolf? Herr Wüst? Herr Yüksel? Frau Zentis? Und Herr Zimkeit? Danke. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Haben damit alle Abgeordneten, die im Raum sind, ihre Stimme abgeben? Nein, ich sehe die ersten Wortmeldungen. Dann geht's los. Frau Freimuth, Frau Scharrenbach. Ja, wir können auch vorne anfangen, das ist noch einfacher. Lassen wir vorne einfach nochmal anfangen. Herr Fricke, danke. Frau Altenkamp. So. Ja, ja. Herr Börschel? Frau Freimuth? Frau Freimuth? Nein. Gut. Kommt nicht so an. Herr Fricke? Ja. Herr Gatter? Gatter ist? Nee, nicht da. Frau Güler? Frau Hendricks? Herr Krick? Herr Lindner? Frau Scharrenbach? Der Herr Schmitz unten, der ist da. Bitte nochmal zurückblättern, der Herr Schmitz ganz unten. Hendrik Schmitz. Hendrik Schmitz. Ja, genau. Hendrik Schmitz? Frau Schneckenburger?
Herr Dr. Stamm? Herr Ten Humberg? Gut. Herr Thiel? Dann haben wir sie jetzt. Dann haben wir sie jetzt. Ja, habe ich schon gesagt. Sind alle jetzt noch ein Nein? Ist noch nicht registriert? Ja, haben wir aber, glaube ich, schon, oder? Melzer hatten wir doch schon. Dankeschön, ist registriert. Jetzt sehe ich keine Hände mehr oben. Damit sind wir soweit, dass alle Abgeordneten, die anwesend ihre Stimme abgegeben haben. Wenn das der Fall ist, schließe ich die Abstimmung, bitte die Schriftführer um die Auszählung und darf um einen Moment Geduld bitten, bis wir dann ausgezählt haben. Dankeschön. Da sind wir wieder. Die Kolleginnen und Kollegen, die ausgezählt haben hier aus dem Präsidium, haben gründlich nachgezählt. Durch die Nachmeldung war es ein bisschen komplizierter, musste man noch einmal überprüfen, ob wir alle das Richtige notiert hatten. Aber jetzt schreiten wir voran. Da wir im Moment 1:25 drüber sind, kommt es auf die 3 Minuten jetzt auch nicht mehr an. Außerdem muss ich ein bisschen die Länge ziehen. Nein, jetzt kann ich weitermachen. Wunderbar, ja, alles klar, weil der nächste Redner ist auch im Saal. So, wir haben ein Ergebnis. Namentliche Abstimmung. Ihre Stimmen abgegeben haben 220 Abgeordnete. Mit Ja stimmten 17 Abgeordnete, mit Nein stimmten 139 Abgeordnete und 64 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Antrag Drucksache 5744 mit großer Mehrheit abgelehnt. Und wir sind am Ende unserer Beratung und Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 10.